Lalexander zockt. Let's Plays mit Fun und Geschmack. Schnell Durchlauf genommen, haha. Hey, ich darf das nicht nehmen. Achso, weil du das wahrscheinlich gerade genommen hast. Vielleicht mal kurz beraten, vielleicht regeneriert. Ja, nehme ich mal an, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Weil das macht ja dann keinen Sinn. Ihr habt keinen Zugriff mehr auf dieses Datacron. Was stand denn da bei dir? Also ich habe es auf jeden Fall genommen, also. Ja, das wird ja bald. Ich denke. Ja, jetzt habe ich auch keinen Zugriff mehr. Also hast. Also ich denke mal, du hast vielleicht ist ein Schnelldurchlauf ganz schnell weggedrückt oder so. Das könnte sein. Was kam da? Weil ich habe das nämlich auch gemacht, weil ich habe jetzt auch keinen Zugriff mehr drauf. Also. Hat nur die Präzision gesteigert, also ist jetzt nicht irgendwie okay. Was für unsere Klasse ja, irgendwie relevant wäre. Oh, da vorne ist glaube ich was, wir sogar entschärfen müssen. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, da haben wir da aber dann eine Präzision mit dem Stahlstecken gestellt. Hier kann sein, dass ich das gerade aus Versehen gemacht habe, weil ich noch auf eine Maus drauf war. Ja, mal gucken, was wir hier noch so finden. So, vorne haben wir noch ein paar Breitstirne. Gegensturm. Was macht der? Der eine rennt einfach weg. So, haben wir Angst vor uns. Zu welcher Quest gehörte das jetzt eigentlich? War das jetzt zu der mit den mit der Händlergilde der Immigranten oder? Sicherheitsnetzwerk Zugangsknoten. Ne, Krise in Galactic City. Ach so, das war das von der Senatorin, ne? Eben von ja. So, hier ist man nicht noch irgendwie noch so ein Ding. Hier. Was? Schmuggler fremdartige Waren? Was ist das denn? Drogen gefunden. Hier ist gerade ein Rhodianer und da steht Schmuggler fremdartiger Waren. Kann man nicht kaufen? Okay, wahrscheinlich ist es einfach nur eine Bezeichnung dafür. Auf jeden Fall, ich hatte nämlich zuerst die Kiste gesehen und ich dachte, man kann jetzt die Kiste kaputt machen. Und auf einmal war dahinter so ein Rhodianer, da heißt, dass er eine Ware ist. Ja. Gut, wo bist du denn gerade? Ich bin hier, hab jetzt noch das letzte Ding repariert. Nee, oh, hier ist noch ein Gilden. Noch was Spannendes bei sich. Geld wahrscheinlich, ne? Und eine Nexus-Kralle, schön. So, ich mach dir nochmal das Ding hier, Heide. Captain Winborn. So. Haben wir hier sonst was auf dem Feld? Wir haben jetzt nur noch diese. Siehe Gildenvollstrecker jetzt 6 Stück. Ich denke mal, das ist so ein Bonusquest. Ja, die machen wir wahrscheinlich sowieso automatisch unterwegs bleibt. Mhm. Ja, wenn man vom Teufel spricht. So, wunderbar. Hinter uns. Gut. Gildenhebel drüben. Wo ist das da oben? Alter. Ist das so ein Weltenboss? Ich wollte gerade sagen, Probe absprechen, aber das geht ja gar nicht. Alter, das ist wirklich sowas wie ein Heldenweltboss. Ich weiß nicht, wollen wir uns den stellen? Warte mal, kurz. Ich lege mir noch schnell, Midi-Pack. Nein. So, los geht's hier. Ich mach hier gerade noch Sachen machen. Ja. Also, ich hab schon ein bisschen machen konnte, okay. Ja. Noch irgendwie was einsetzen oder so. Wie so ein Droge, die mich stärker macht. Kampfstim. Ja, jetzt geht der Spaß los. Auf die Fresse, du hast keine Chance. Ich mach dich fertig. Ja.
Das will er eigentlich. Ach, das ist der, der liebt. Ich glaube, wir sollten abhauen. Alter! Junge. Wir hatten ihn fast. Alter, ey. Zurück zum Medizenter. Also ich habe jetzt eine medizinische Sonde gerufen. Ja, ich bin gleich da. Okay, kann man hier irgendwo weg? So, ich hau da mal ab. Ich war nie da. Alter, der will mich. Ich merke das. So, alter galaktischer Mark, Fracht und Annahme-Docs. Ich glaube, den machen wir mal in einer Extra-Folge platt. Am besten holen wir uns dafür auch Verstärkung. Ich glaube, den kann man alleine nicht fertig machen. Brauchst du wirklich eine sehr starke Truppe. Ja, ich glaube, den kannst du den auch schon platt machen. Aber ich glaube, der ist auch nicht für uns beide gemacht, außer wir sind auf jeden Fall auf 5000. So. Macht da vorne noch die zwei Hallo noch platt. Und dann locken wir wieder. Ja, jetzt waren wir übermütig, als wir das Datacom gefunden haben. Jetzt wollten wir uns jetzt mit dem anlegen. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Gut, okay. Wollen wir sonst hier unten weiterlaufen oder wollen wir sonst erstmal zu Win bauen? Wir können sonst unten erstmal die ganzen Quests abgreifen, würde ich sagen. Ja, wir machen erstmal alles fertig. Weil wir müssen ja dann eh zurück und da können wir dann eh alles abgeben. Ach, da bist du. Gut, wir müssen jetzt da lang. Ich weiß gar nicht, glaubst du, man kann ja auch Pazak spielen? Das habe ich bisher nämlich noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Das fand ich immer in Koto 1, fand ich immer ganz nett. Oder war das auf dem Nasche da, wo man gegen diese komische Ratte gekämpft hat? Also das Kartenspiel? Ratte, warte mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da wo man diesen einen Jedi finden musste. Was war das jetzt hier? Also das ist ja Medi-Station. Ja, hier ist. Da kann ich mal schnell mein Zeug verkaufen. Achso, ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Was wäre das denn halt nackt da? Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Na, was behalte ich jetzt erstmal? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Können wir mal das XP-Paket dranhauen? Jetzt habe ich vierfache XP-Schub in der doppelten Woche schon. So. Gut. Sind wir hier richtig? Und jetzt gibt's zurück. Also stimmt, wir sind hier. Von der Händlergilde der Migranten. Also, manche sehen hier aber auch echt ein bisschen widerlich aus von den Aliens, ne? Sklavenhalsband-Chips. Ich geh schon mal in die Kiste, ne? Du machst das schon. Ja, ich muss die Kisten dann auch nochmal separat öffnen. Ich geh zur Küste.
fehlen uns noch 4. Ist da drüben noch eine? Nee, ich glaube, hier haben wir jetzt alle Kisten mitgenommen. So, ich habe 3. Ich auch. Ich würde sagen, okay. Wir gehen mal jetzt hier rechts weiter. Ich glaube, das sind bestimmt noch welche. Hallo, wir sind nur in der Durchreise. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Wir suchen nur Ihre Kisten und wollen sie bestehlen. Ist hier noch? Ist hier irgendwo? Nice. Ja. Wir müssen jetzt aber nicht irgendwie jetzt warten, bis sie wieder nachladen, ne? Ah ne, da drüben, ich sehe noch welche. Okay. Ja. Oh, hier ist ein Erz. Weiß ich, hattest du eine Fähigkeit, die man mit Erze abbauen konnte? Biologie war, glaube ich, für Pflanzen, wenn ich mich nicht irre oder so. Ich habe da keinen Plan. Ich habe immer Schatzsuche genommen, weil das für mich einfach. Wenn du Schatzsuche hast, ich weiß nicht, dann könntest du da vielleicht bei dem Steinhaufen da, der da steht, vielleicht was machen. Oder das auch sein, dass du da irgendwas. Ich glaube, da gab es auch irgendwie so eine Crew-Fähigkeit, die nur auf diese Kristalle fokussiert ist. Archäologie vielleicht oder sowas? Ich bin mir nicht sicher. Also ich kann damit nicht interagieren. Okay. Drüben ist noch eine Kiste. Und da auch noch. Okay, dann sind wir ja fast durch. Haben die da zwischen ihren Augen? Die komischen Dinger da? Sieht auf jeden Fall nicht sehr lecker aus. Müssen wir ein bisschen in die Ego-Perspektive spielen. Hallo, guck mich bitte an. Nee, die haben ihren Mund wirklich zwischen den Ohren. Das ist ja lieber. Weg mit euch. So, jetzt haben wir die Chips. Noch eine. Ach, das ist noch eine. Das ist eine Kiste. Gut, okay. Ist hier noch was? Jo. Da ist noch eine Heldenquest. Gestohlene Geheimnisse. Ich meine nicht Heldenquest, ich meine hier. Deine so. Hauptquest. Achso, ja. Tio. Gib ihn. Hallo, ich bin's. Der Protagonist. Ich bediene mich nicht aus. Gildendieb. Hier wieder unser komischer Abfall. Gildenpatrouillen sind wieder da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich was Besseres. Gut. Nehme ich meinen Loot mit. Und das muss drin sein. Gut. Ein fettes Hologespräch oder so. Oh, Waffen. Viele Waffen. Ja, die habe ich jetzt alle in die Hosentasche eingesteckt. Klopf, klopf. Ah ja. Wisst es gar Kapatonka, Chisa Bichawanki, Chi Atocha. Hallo, Alter. Bist du bescheuert? Ich wollte nicht vorne mal. Ich wollte mit ihm reden. Ich kümmere mich auch um die Geschütze, ne? Jo. Er scheint sehr stark gewesen zu sein. Das macht ja schon Schaden, Alter. Guck, was ich
die Waffe an, oder? So, halt. Jino Hagua Buntago, Chubalong Haku. Ich habe eine Datei jetzt entwickelt. Kilia umpassa dobiska wumpa hupa. Zündet. Agent Garland, ich glaube, ich habe unseren Dieb gefunden. Holt euch die gestohlenen Entwürfe und eilt zurück. Es gab eine erhebliche Sicherheitsverletzung. Ihr werdet euch etwas gedulden müssen. Ich habe noch nicht mit der Befragung begonnen. Es kann eine Weile dauern. Verstanden. Garden Ende. Ja, hätte so. Darf ich was sagen? Keine Versprechungen. Ihr solltet besser nicht lügen. Wer mich verrät, wird es bereuen. Meine Aufgabe war es, den Hacker der Gilde einzusetzen, um die Dateien zu entschlüsseln und dann eine Kopie davon an die Schwarze Sonne zu übermitteln. Gewissenloser Betrüger. Wieso? Weshalb interessiert sich die Schwarze Sonne für Militärdaten? Jetzt soll der Druide nochmal an das Gewissen appellieren. Nein. Ja, natürlich, dann geht's schnell. Weg hier, auf dass wir uns nie wiedersehen. Miniki! Miniki! So, so viel zu dem. Gut. Okay, dann geht's raus. Ich würde sagen, wenn wir hier unten alles geklärt haben, könnten wir dann nochmal zu so einem Fähigkeiten-Typen gehen. Naja, haben wir noch 1, 2. Ja, ne? Und 3 Quests. So. Gut. War das jeweils deine Heldending, ne? Meine Hauptquest, glaube ich, ja. Also ja. Und da drüben ist noch dann die Helden 2. Ja. Komme ich hier durch? Jawohl. Kommt auch unbemerkt, das ist schön. Oh. Ah, Servus-Bäume, wir sind die 9. Prügler. Ist auf das gefährlich. So. Die Faust Gottes mag ich hier. Oha. Ja, pass auf, Alter. Hulk Smash, so. Ich glaub mal, hi, ich bin's. Ich glaub mal alle zu mir, ne? Okay. Die sind alles keine Nahkämpfer. Achso, das ist natürlich ganz schlecht. Der kommt irgendwie in der Muskelpotte. Aber das ist schlechter als man sieht, ist das natürlich kontraproduktiv fürs Überleben. So. Thank you.
Weiß gar nicht, andere großartige Star Wars MMOs gibt's ja gar nicht mehr, ne? Star Wars Galaxies ist ja. Aber wo gab's davon noch eine neue Version oder so? Das weiß ich nicht, ich hab das Spiel nie verfolgt, kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß nicht, früher wollte ich das immer spielen, also ich kann nicht, aber dann gab's das schon nicht mehr. Ich hatte aber früher Columbus Adventures, falls ihr das irgendwas sagt. Das sagt mir auch nichts. Das war das, was wir gerade spielen im Clone Wars Universum. Das ist Fischfarm. Zweite Rudel Akuno und das dritte ein mächtiger Rancor. Mal sehen, ob das funktioniert. Richtig gewesen sein. So. Was genau war hier noch jetzt mit deiner Mission? Sind wir leicht verdrängt. Soll ich ein Holocron holen? Irgendwie, ich weiß es nicht. Also, wenn ich alleine spiele, drücke ich das meiste halt immer weg. Ja, so richtig spannend ist es dann auch eher später im Verlauf. Mm-mm. Also, die Ritter-Story fand ich ganz cool. Gebe ich hier schon immer durch. Aber zum Beispiel Schmuggler weiß ich nicht, das war jetzt nicht so meins. Naja, ich habe mir mal jeweils den Gefährten angeschaut, weil ich mag das ja, wenn du hier mit anderen Gefährten Romanzen anfangen kannst, auch bei Schmuggler, der hatte glaube ich keine weibliche Person irgendwie dabei. Ja. Deswegen war Schmuggler für mich eher uninteressant, deswegen würde ich da eher den Kopfgeldjäger spielen. Ja, Kopfgeldjäger hatte ich auch eine Zeit lang gespielt und ich glaube mit der Agentin hatte ich sogar mal ein Let's Play. Es liegt schon ein bisschen zurück. Okay, jetzt wird hier wieder heftig gebetet. Die Fraktalstruktur erfordert eine Entfernung aus dem... Bei allem Respekt, Meister Arka, ihr liegt falsch. Die Struktur erscheint lediglich fraktal, wenn man es durch die Linse der Macht betrachtet. Ich nehme nicht an, dass ihr eure geometrischen Streitereien kurz beilegen könnt. Dann würdet ihr sehen, dass wir Besuch haben. Es tut mir leid, dass ich euch, illustre Meister, unterbrechen muss. Doch ich suche eine Antwort. Ihr müsst euch nicht entschuldigen, Jedi. Sie können nur manchmal nicht an sich halten. Der Letzte, der das Nötigon befragte, war dieser Diskussionen so müde, dass er es einfach stilllegte. Eine Gnade war das. Wartet, Meister Taris. Wo ist der Jedi-Tempel? Wir sind wohl an einem anderen Ort. Ich erkläre später alles. Aber jetzt muss ich etwas über eine Krankheit wissen, die meine Meisterin befallen hat. Wie schrecklich. Kommt, erzählt uns von ihren Symptomen. Vielleicht können wir helfen. Jump. Sie sagt also, dass die Dunkelheit naht und spricht von einem gewissen Parkanas. Und ihr Geist ist schwer angeschlagen. Covid-19. Wir haben alles durchsucht, was wir über Krankheiten wissen. Doch die, die ihr beschreibt, war nicht dabei. Welche Aufgabe kommt mir zu? Manchmal erlangt man Wissen durch das Ausschließen falscher Annahmen. Ausnahmsweise sind sich Meister Wanda und ich einig. Yuons Krankheit hat höchstwahrscheinlich keinen medizinischen Grund. Aber wir sind auf Daten gestoßen, die erst überprüft werden müssen. Wenn ihr das Nötikon des Lichts findet, in dem die Meister Noab, Nomi und Wohl das mystische Wissen des Jedi-Ordens hüten, könnten sie euch vielleicht weiterhelfen. Ich bin voller Dankbarkeit. Es tut mir leid, dass wir euch nicht weiterhelfen konnten, doch ohne die anderen Nötikons ist das schwierig. Findet das Nötikon des Lichts. Es ist sehr nötig, die zu finden. Möge die Macht mit euch sein. Wortspiel. Und denkt daran, wenn ihr Antworten sucht, müsst ihr stets fragen. Ja. Ich finde es mal so interessant, dass die ganzen Holocrons mit einem so richtig reden können, als ob die gerade da wären. Ja, wenn die halt ihren Geist irgendwie da rein manifestiert haben, dann geht das ja auch. Immer auch sehr interessant, was auch noch nicht so oft nämlich in Star Wars Universum geklärt ist. Ja, wahrscheinlich auch, weil das so viele nicht verstehen können. Also was jetzt nicht verstehen, sondern also erstmal so ein bisschen perplex ist. So hier fertig. Ich glaube, wir können den Fahrstuhl rechts nehmen. Und wir auch wieder nach oben.
wollte ich gerade machen. Wer hätte die Kamera an, ne? So. Also jetzt habe ich da vollkommen an Star Wars Rebels gedacht, ey. Also du meinst, wo sie echt aussehen sollte wegen den, weil Kallus ja der Spion ist und Kallen dann nur, das wollte ich eigentlich machen. Das ist ja stimmt.